Wir waren bei Ihnen im Politbarometer vor wenigen Wochen in der politischen Stimmung bei 43%. Der Röttgen hat gegen die Frau Kraft mit einem Verhältnis 37:34 begonnen. Und innerhalb von 6 Wochen ist es weggeschmolzen, wie ein Eisbecher, der in der Sonne steht. Das ärgert mich. Und das, meinen Sie, liegt im Wesentlichen daran, dass er den Notausgang nach Berlin sich nicht zugemacht hat? Das war ein ganz großer Fehler. Das war ein ganz großer Fehler. Ich habe ihm gesagt, lieber Herr Röttgen, das ist nicht Ihre Privatentscheidung, ob Sie jetzt nach NRW gehen oder nicht. Das trifft die ganze Union. Und wenn Sie das nicht korrigieren, dann wird es uns hart treffen. Und genauso ist es gekommen. Ich hätte ja lieber nicht recht behalten. Schauen Sie mehr, wer alles aus der Politik davongelaufen ist. Und dann geht ein Kandidat her für das Amt des Ministerpräsidenten und sagt, ich laufe nicht davon, ich laufe gar nicht hin. Das nehmen die Leute nicht ab. Meine Kollegin Marietta Slonka hat eine vielbeachtete Rede gehalten voriges Wochenende, als sie den Preis der deutschen Gesellschaft für die deutsche Sprache gewonnen hat. Ja. Und daran hat sie anekdotisch erzählt, dass eigentlich bei unseren voraufgezeichneten Schaltgesprächen das, was man vorher und hinterher sagt, immer interessanter ist als das Aufgezeichnete. Und da haben sie alle wissend gelacht. Sie können das alles senden, was ich gesagt habe, weil ich da jetzt wirklich entschlossen bin, dass wir da was ändern. Und wir werden es ändern. Na, das machen wir. Wir nehmen Sie beim Wort. Gut. Machen Sie eine Sondersendung. Ja.